Im vorletzten Video konnten Sie sehen, wie Sie in Excel für eine Arbeitsmappe den Blattschutz einsetzen können. Es gibt aber noch eine andere Variante des Blattschutzes. Hier zäumen Sie dann sozusagen das Pferd von hinten auf. Aber der Reihe nach. Wenn Sie hier in dieser Arbeitsmappe beispielsweise die Formeln ausblenden möchten, so dass diese einerseits nicht mehr in der Bearbeitungsleiste angezeigt werden, und andererseits auch nicht per Doppelklick auf die Zelle zur Anzeige kommen, dann müssen Sie zunächst die standardmäßige Sperrung aller Zellen des Tabellenblattes aufheben. Hierzu markieren Sie das gesamte Tabellenblatt und somit alle sich darin befindlichen Zellen. Klicken Sie hierzu auf den Schnittpunkt zwischen den Zeilen und Spaltenköpfen. Wechseln Sie dann in das Dialogfeld Zellen formatieren. Beispielsweise mit der Tastenkombination Steuerung und 1. Alternativ klicken Sie im Register Start bei der Befehlsgruppe Zahl auf den Dialogfeld Starter Zahlenformat. Wechseln Sie dann zum Register Schutz und entfernen dort dann per zweifachen Mausklick das schwarze Kästchen bei gesperrt. Danach klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen und zum Arbeitsblatt zurückzukehren. Nun geht es an die Sperrung und das Ausblenden der Zellen, deren Bearbeitung bzw. deren Anzeige Sie nicht erwünschen. Markieren Sie dazu folgende Bereiche über die Funktion der Mehrfachmarkierung. A1, C3, A4 bis F16, G14 bis G16 und schließlich G8 bis G9 und G4 bis G6. Wechseln Sie jetzt wieder in das Dialogfeld Zellen formatieren in das Register Schutz. Aktivieren Sie hier nun beide Kontrollkästchen bei gesperrt und ausgeblendet und bestätigen im Anschluss wieder mit OK. Im nächsten Schritt stellen wir den Blattschutz ein. Dazu klicken Sie auf das Register Überprüfen und wählen bei der Gruppe Änderungen den Befehl Blattschützen. Geben Sie im erscheinenden Dialogfeld ein Kennwort Ihrer Wahl ein. Bestätigen Sie dann mit OK und wiederholen die Passworteingabe. Mit nochmaligem Klick auf OK werden beide Dialogfelder geschlossen und Sie kehren zu Ihrem Arbeitsblatt zurück. Die Formeln werden nun, so wie gewünscht, nicht mehr angezeigt, weder in der Bearbeitungsleiste noch per Doppelklick. Per Doppelklick auf irgendeine Zelle mit einer Formel gelangen Sie nicht zum standardmäßig dafür vorgesehenen Zellbearbeitungsmodus, sondern Sie erhalten eine im Dialog angezeigte Fehlermeldung, welche aussagt, dass dies durch den eingestellten Blattschutz nicht möglich ist. Sie müssten den Blattschutz aufheben, um wieder die Anzeige der Formeln und die Bearbeitung der Zellen zu aktivieren. Versuchen Sie nun eine Eingabe in eine Zelle mit Inhalt. Beispielsweise klicken Sie in die Zelle C6 und nehmen irgendeine Eingabe über Ihre Tastatur vor. Wieder erhalten Sie die Ihnen schon bekannte Fehlermeldung. Die nicht gesperrten Zellen können Sie natürlich bearbeiten. Geben Sie für den Juni unter Miete 620 ein und bestätigen anschließend Ihre Eingabe. Wechseln Sie nun auf das Tabellenblatt mit dem zweiten Halbjahr und machen Sie dort, basierend der erforderlichen Freigaben und Sperrungen, analog dasselbe wie auf dem ersten Tabellenblatt.
Testen Sie wieder, ob die Freigabe bzw. die Sperrungen der einzelnen Zellen funktionieren. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie überhaupt die Formeln ausblenden sollen. Nun, wenn Sie möchten, schauen Sie sich hierfür noch folgendes Beispiel an. Dann wird Ihnen klarer, warum diese Schutzfunktion eventuell für Sie interessant sein könnte. Hier in diesem Beispiel arbeitet eine Gruppe an einem Verkaufsprojekt. Nun soll jeder Mitarbeiter für den anderen Mitarbeiter der Gruppe eine Schulnote für dessen Leistung vergeben. Wenn man sich die einzelnen Formeln genauer anschaut, fällt auf, dass dann jedoch aber jeder von jedem weiß, welche Schulnote vergeben wurde. Und das kann natürlich zu großem Ärger bzw. Unfrieden führen. Also gilt es hier, die Formeln auszublenden. Das machen Sie genauso wie vorher bei der Mappe mit der Finanzübersicht. Gesamtes Tabellenblatt markieren, in das Dialogfeld Zellen formatieren, in das Register Schutz wechseln, die Sperrung aufheben und mit OK bestätigen. Markieren Sie dann den Bereich, welcher weder bearbeitet werden darf, noch deren Formelanzeige Sie anzeigen möchten. Danach wechseln Sie wieder in das Dialogfeld Zellen formatieren in das Register Schutz. Dort angekommen, aktivieren Sie beide Kontrollkästchen. Sowohl bei gesperrt wie auch bei ausgeblendet. Bestätigen Sie mit OK, um die Einstellungen umzusetzen und zum Arbeitsblatt zurückzukehren. Setzen Sie über die Vergabe des Blattschutzes diese Schutzfunktion nun noch um. Jetzt sind die Formeln ausgeblendet und keiner weiß vom anderen, welche Note vergeben wurde. Auch eine Bearbeitung der gesperrten Zellen ist nicht mehr möglich. Die Zellen, die Sie nicht gesperrt haben, können Sie natürlich weiterhin bearbeiten. Ob Sie die erste Variante des Blattschutzes, so wie im vorletzten Video gezeigt, einsetzen oder diese Variante, hängt davon ab, wie im Einzelnen Sie die Schutzfunktion genau benötigen.